Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator. Ja, wir haben wieder neue Ziele, die wir zu erledigen haben. Einkaufstour, verbinde Sonnenstein mit dem Lido und den Läden am Ring. Okay, erstelle eine Strecke, die die folgenden Haltestellen verbindet: Sonnenstein Hauptplatz, Sonnenstein mindestens 5 Haltestellen, Siegwalden Lido und Ringhaltestellen 6 Haltestellen. Oha, das ist ordentlich. Das Ganze soll man mit dem Erdgasbus fahren. Und erhöhe die Level aller Sonnensteinbushaltestellen auf Level 10. Ja gut, okay, das machen wir. Aber als erstes müssen wir das machen. Dann würde ich sagen, rein in die Olga, neue Strecke erstellen. So, Moment, welche sind das? Das sind die Ringhaltestellen. Ach du Sch. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also alle. Okay. Kann man machen. Ob man das jetzt machen muss, ist fraglich. Puh, die Strecke ist aber mies, du, ey. So, was sollten wir hier? Sonnenstein 5 Haltestellen, Moment. Also das ist sowieso, die ist klar, Hauptplatz. Fangen wir da an? Ich würde sagen, ne? Obwohl. Boah, die ist ja, ey, das ist schon wieder so eine richtig miese Strecke, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Kann man so und kann man so fahren? Jetzt ist nur noch die Frage, zählt die eine mit dazu? Moment, was hatten die hier für ein Level? 9, okay. Die hat auch 9. Die haben, ah, ne, die hat schon 10 hier. Oh, das ist schon mal sehr gut. Die hat noch 8, das ist richtig bitter. Die hat auch schon 10. Verdammt. So, pass auf, wenn ich jetzt hingehe. 1, 2, 3. Zählt eigentlich Hauptplatz, zählt das zu den 5 Haltestellen mit dazu? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Wenn ich jetzt da anfange, 1, 2, 3, 4, 5. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Dann könnten wir die noch mitnehmen. Das wäre auch noch okay. Ja, pass auf, machen wir das so. Kriegen wir hin. Wir fangen hier Müllerstraße an. Dann gehen wir hier hin. Sonnstein Hauptplatz. Dann einmal hier rum, Kellerstraße. Dann ziehen wir die hier an. Ah nee, scheiße, dann kriegen wir die ja gar nicht mit. Was hat die für ein Level? 8. Oh nee. Nee, Moment, halt, das geht so nicht. Die hat schon 9. Was? Nee, die will ich ja gar nicht dabei haben. Sonnleiterhof? Moment, wo ist Sonnleiterhof? Nee, die soll da raus. Hä, was? Was? Moment, jetzt habe ich irgendwie Mist gebaut. Verdammt. Ah, Leute, das ist schon wieder eine Streckenführung, die ist echt wieder für einen Eimer. Moment, wir können das aber auch anders machen. Ich versuche das mal halt. Ah ne, das ist richtig. Wir fangen mal hier am Lido an. So, zack, Moment. Muss ich die erst wieder wegnehmen hier. So, Dankeschön. So, wir haben Siegwalden Lido. Dann müssen wir hier runter. Dann würde ich sagen, fahren wir. Echt ätzend. Moment, kriegen wir die so? Nee. Moment. Dann nehmen wir die. Wie komme ich dahin? Auch nur so. Ey, das ist doch schon mal wieder zum Schreien. Moment, und vor allem ist das die falsche. Ach, das ist auch so nervig. Ne? An die will ich doch gar nicht ran hier, Digga. Mal weg hier, Arbeitergasse. Die will doch keiner. Die will ich. Auch nervig. Das ist natürlich dann auch dieses Ätzende hier mit diesen ganzen Halt, mit Einbahnstraßen, ne? Warte mal, wenn wir das so machen. So. So und so. Haben wir einen riesen Kreis gefahren. Was? Die Strecke ist ja wohl immer mega nervig. Aber dann lasse ich hier die Strecken raus. Das kannst du aber mal voll vergessen. Wie würde der denn fahren, wenn ich jetzt die anwähle hier? Rums.
Okay, der würde da drehen, würde dann da rumfahren. Dann würde der hier hinfahren. Die muss ich ja auch noch mitnehmen, ne? Ey, das ist so kacke. Ne, Moment, machen wir anders. Halt. Fahren wir da. Fahren wir hier. Fahren wir hier. Eins, zwei, drei. Schon wieder scheiße. 4, 5, beziehungsweise die muss ja dann hier mit. Versuchen wir es. Wenn ihr da eine bessere Idee habt, wie man. Obwohl, warte mal, doch, ich habe eine bessere Idee. Lass die mal weg. Nee, habe ich nicht. Ist ja genauso beschissen anzufahren. Nee, dann nehmen wir die mit, weil die hat. Der fehlt einer. Boah, Alter, das ist eine Tour. Ey, die ist ja wohl mal mega ätzend, ja. Aber dieses komplett andere ätzende. Also wenn ihr dann einen Verbesserungsvorschlag habt oder das anders fahren würdet, haut es mir gerne mal in die Kommentare. Wow, die Strecke, wie lange dauert die? Gut gemacht. Das war erfolgreicher, als ich erwartet habe. Viele Anwohner sind bereits auf unsere umweltfreundliche Art des Reisens umgestiegen. In der Tat haben sogar ein paar Touristen eine umweltfreundlichere Verbindung zum Lido und den Shops in der Altstadt vorgeschlagen. Erfüllen wir doch ihren Wunsch. Ja, finde ich eher wenig geil, sage ich ganz ehrlich. Aber gut, egal. Müssen wir jetzt durch. 38 Minuten, in dem Moment, ich brauche noch einen Bus. 38 Minuten soll die Tour kosten. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Nein. Also da werde ich auf jeden Fall splitten müssen. So, Erdgas MAN ist gekauft. Den bearbeiten wir natürlich. Und geben dem auch mal die neue Werbung hier. So, kann ich jetzt hier, nehmen wir auch die Helterkiesen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das wenden wir mal so an. So, dann brauchen wir zurück. Abbrechen. Ich wollte nicht online gehen. Ich wollte einen Angestellten einstellen. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Profi, Profi, Asphalt, Geselle, Profi, Lehrling. Freier Altstatter, hat noch nie im Schnee, hat noch nie Schnee gesehen, fuhr bereits in den ersten Klasse Bus. Ah ja. Hat jede Folge von Pfeilschnelle Kratzen gesehen. Ja, okay, die nehmen wir. Gar kein Problem. Streckenplaner, die setzen wir direkt da drauf. So. Hau mal rein, ne? Das ist, boah, die Tour ist echt übel. Die ist komplett andere Übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, was soll man machen? Ist halt so. Ich bin auch schon. Es gab ja, war da, ich glaube, das war die letzte Aufgabe bevor dem Update, glaube ich, wo man alle Haltestellen verbinden musste. Die Tour bin ich ja auch gefahren. Die ging über 2 Stunden. Viel zu hart, ey. Hier 38 Minuten ist natürlich auch eine richtig krasse Ansage. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir. Wetter bei Tag auf jeden Fall. Ja, und ich brauche einen anderen Bus. So, mal ganz schnell den Lions. Na komm. Wie viel Bus haben wir jetzt? 62, ja moin. Aber dann habe ich wenigstens noch Zeit, einen Schluck zu trinken. So, da haben wir das gute Stück. Auf geht's. Rein in die Olga. Wie man ja so schön sagt, ne? Zack. Zack. Ah, ne, der war richtig. Und auf geht's. Lido. Alter, hier waren wir schon 100 Jahre nicht mehr. Am Lido waren wir schon echt nicht mehr. Echt ewig nicht mehr. Later. Guten Tag. Könnte ich eigentlich direkt mal ein Foto machen, ne? Ja, ich weiß, dass du schon eine Fahrkarte brauchst. Mal seit Ewigkeiten wieder am Lido. So könnte man die Folge nennen. Er braucht eine Fahrkarte. Kann er haben. Was kriegt denn er? Ein Wochenticket. Standard. 3 Stück direkt. Okay. Sehr schön. 1 Euro kriegt er wieder. Danke. Bitte. Okay, das war's.
Alle drin? Perfekt. Und auf geht's. Ja, okay, er lässt mich doch rein. Ja, was denn nur, ey, Alter, was denn nur jetzt? Reinlassen oder nicht reinlassen, du Pfeifenheini da, ey. Idiot. Stimmt bei dir. Oh, Entschuldigung. Zu spät gesehen. So, jetzt hier diese Kreistour, die ist halt. Also, ich habe noch keine Ahnung, ob ich das irgendwie nochmal ja, verbessert bekomme, diese Tour. Wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, schmeißt es mal in die Kommentare, weil ich glaube, jetzt bin ich sogar noch besser bedient, als wenn ich da unten am Hauptplatz irgendwo eingefangen hätte. In Sonnstein. So. Ich bin überlegen, ob ich den Retarder vielleicht doch nochmal einen Ticken höher stelle. Naja, fahren wir erstmal. Passt schon. So, jetzt hier in die. Das Dumme ist ja eigentlich, dadurch, dass das hier so viele Einbahnstraßen sind, dann muss ich da halt immer wieder im Kreis fahren. Ne? Das ist ja wie ein Sonnenstein da unten auch. Ich komme nirgendwo anders hin, ohne dass ich da nicht einmal im Kreis war. Das ist irgendwie voll nervig. Aber gut, das will ich machen. Ne? Ist halt so, man kann halt nicht immer nur wie an der Schnur gezogen fahren. Geht leider nicht. Na komm. Nach grün. Hallo. Oh, jetzt fahren die da erst, oder was? Juhu, auf geht's. Ich hier gar nichts sehe, ne? Hier rüber. So, und jetzt. Alter Schwede, was ist denn das für ein Gegurke hier? Ach nö, die nächste rote Ampel. Ach komm, echt jetzt? Was soll denn das? Ist ja voll nervig. Oh, sorry. Und immer gucken, wie schön der Bus aussieht. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ich auch nicht. Hinein. Komm, mach hier voran. Ach Leute, komm hier, ich will fahren. Wir wollen fahren, wir wollen fahren. Der ist auch nicht für nötig zu blinken. Egal. Oh, jetzt bleib doch hier nicht wieder stehen. Oh. Jetzt wollte ich Hub. Okay, voller Leck. Naja, Vorfahrt achten ist hier nicht. Ich erzwinge mir das Ganze hier einfach mal. Hier im Stadtkern sind wir ja auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Ne? Hatte ich auch schon in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich da doch vielleicht auch mal eine alte Tour mal wieder fahre. Das wäre auch mal wieder was. Da treffen wir hier die alten Kollegen hier wieder. Ich glaube, mittlerweile müssten alle meine Fahrer, also bis auf die neuen jetzt, auf Geselle sein, ne? Das sind Kosten ohne Ende. Ejo. In der Seilerstraße. Hier könnte man mal die Straße neu machen. Könnte ich aber mit dem Bausimulator jemand vorbeikommen? Haha, ja, moin. Ich brauche eine Fahrkarte. Kein Problem. Senior-Ticket. Bitteschön. Danke. Ja. Eine Fahrkarte, bitte. Tagesticket. Was, der Senior? Okay. 4,60. Bitteschön. Na komm. Na? Danke. Gerne. Oh ja, das war wirklich ein Senior. Weiter geht's. Und zack. Oh. Die Goliath-Gasse, meine Freunde. Oder auch Riesengasse genannt, meine Frage. Meine Freunde. Also die Übersetzung, die verstehe ich ja vorne und hinten nicht, ne? Aber gut, was soll's?
Da ist wieder ein Kollege. Heyo. Ich will die Ampel nicht. Alter, was hier los ist, ne? Voll der Verkehr in der Stadt hier. Ah ne, jetzt habe ich ja den Kollegen vor mir, ne? Verdammt, der braucht immer so lange. Ah ja, gut, okay. Können wir jetzt eh nicht ändern. Ja, ist gut. Ich halte da so oder so an. Oh mein Gott. Oh. Das ist so nervig, ne? Dass ich kein Dingens nutzen kann. Keine Lichthupe. Ich will auch Lichthupe. Ja, kommt ihr hier hin. Ja, komm. Wir beißen hier nicht. Ihr dürft ruhig eintreten. Wiedersehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Warum nicht? Standard-Ticket. Zack, zack, zack. Jetzt geht das irgendwie hier langsamer. Warum? Eine Fahrkarte bitte. Ein Studententicket. Zack. 3,20. Oh, Alter, jetzt fängt das wieder an. Danke. Gerne. So, ich hoffe, der Rest hat ein Ticket. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt gerade nicht kontrollieren. Wobei wir könnten mal, ne? Wir müssen hier Grillfest finanzieren. Das Hühner gerade die Straße überquert? Mhm. Hier sind überall Hühner. Guck, da ist ein Huhn. Vorne läuft ein Huhn. Da steht ein Huhn. Zwei sogar. Überall Hühnchen. Und rote Ampeln. Oh, Nerv. Kotz mir nicht im Bus da hinten. So, wisst ihr was? Zack. Ihr Foto schießen, yeah! So ein Bild in der Stadt hat man auch noch. Ah, ich habe immer noch nicht geguckt mit dem schneller Drehen hier, ne? Da kriege ich ja auch voll den Affen, ey. Zack, zack. Und weiter. Oh, ne. Doch, jetzt geht's weiter. Sehr schön. Ja, so kann man sich auch die Zeit vertrödeln beim. An der Ampel stehen. So. Ah, da bleibt stehen, sehr schön. Das war halt hier der Vorteil in der Stadt, ne? Den Bus lassen sie immer durch. Also zumindest wenn ich fahre. Die wissen ganz genau, dass ich aus dem Bus aussteigen kann. Ha. Hier muss ich raus. Ja, Vorsicht, Schlagloch. Dann drück mal aufs Knöpfchen, wenn du da raus musst. Du Pfeife. So, Kollege, fahr. Sehr schön. Nice. Da sind wir auch schon an der Rathausgasse. Bis dann. Tschö, hau rein. Eine Fahrkarte bitte. Mhm, kein Problem. Die Olle da, die will ich kontrollieren. Oh ne, halt. Danke. Gerne. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Warum nicht, ne? Danke. Ah, finde ich gut, dass sie alle hier passen zahlen. Eine Fahrkarte. Du auch noch. Zahlst du auch noch passend? Ah, natürlich nicht, wer hätte das gedacht? Zack, zack, zack. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht wieder langsamer. Ich weiß auch nicht. So. Alter Schwede, dieses Drehen, ne? Hier. Ah ja. Und der Rest hat ein Ticket gekauft. Das weiß ich ja. Ich bin ja gerade eingestiegen. Perfekt. Auf geht's, weiter. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah, woo. Head and Shoulders. Denke ich mal. Die Punic-Gasse, Freunde. Ist das die letzte? Nee, ne? Doch, müsste die letzte sein, ne? Von unserer Rundtour. Moment. Wo ist mein Hut hin? I don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht.
Und hier muss ich gleich wieder rein, weil es ist so traurig, dass ich hier einmal... Alter Schwede, muss ich da eine Gurke durchziehen? Ja, moin. Alles klar. Die Punikgasse, meine Freunde. Sehr schön. Nice. Ich brauche eine Fahrkarte. Gehen Sie weg. Aber nur eine. Ach, geht das schon wieder los da hinten? Muss ich da hinten wieder irgendeinen anbrüllen? Danke. Geiler Bus, ne? So richtig ein nice Teil. Ich sehe da gar keiner. Was laberst denn du? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mau. Was? Willst? Ach so. Da, gerne. So, was ist hier? Ach, die sind, glaube ich, schon drin gewesen. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier jetzt erstmal Folgenpause. Ja, bei 38 Minuten fahre ich das Ding jetzt nicht durch. Ich denke mal, da können wir hier erstmal Schicht im Schacht machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier genau hier weiterfahren. Bis dahin. Ciao, ciao.